Herr Dreinhardt, was waren die Ziele, den ersten deutschen Interoperabilitätstag durchzuführen? Ja, wir wollten das Thema Interoperabilität in die Fläche tragen. Wir wollten also weitere Akteure als nur die üblichen Verdächtigen damit bekannt machen, weil wir halt einen sehr großen Nutzen darin sehen, wenn man sektorübergreifend und auch einrichtungsübergreifend kommunizieren kann und das sogar elektronisch, maschinell verarbeitbar, dass niemand mehr das händisch abtippen braucht, sondern die Daten von dem Punkt, wo sie entstehen, bis zum nächsten, der damit weiterarbeiten muss, direkt in einem Guss weiterbekommen kann. Was tun Sie als ZTG in diesem Kontext? Wir unterstützen das Land Nordrhein-Westfalen, indem wir das beraten bei Telematikprojekten. Wir unterstützen vielfältig auch die Projektpartner, die das Ganze dann umsetzen, zum Teil pilotieren oder halt auch in den Echteinsatz bringen. Welches sind für Sie die größten Herausforderungen dabei? Die größte Herausforderung ist, offene Standards oder ich sage mal überhaupt den Gedanken der Interoperabilität in die Fläche zu tragen, weil doch sehr viele Hürden bestehen zwischen den traditionellen versäulten Strukturen im Gesundheitswesen. Das fängt an zwischen dem ärztlichen Sektor, den Krankenhäusern und vielfach sind auch gewisse Bereiche wie der Pflegesektor oder die therapeutische Versorgung bisher gar nicht inkludiert. Und da sehen wir eine große Herausforderung, dass wirklich im Sinne einer patientenzentrierten Versorgung in einer kompletten Versorgungskette in die Landschaft zu bekommen. Haben Sie Wünsche an die Akteure? Ja, dass man durchaus sich mehr daran orientiert, dass man nicht nur in der eigenen Einrichtung wirkt, sondern im Sinne des Patienten auch übergreifend arbeitet. Also jetzt nicht nur einrichtungsübergreifend, sondern auch wirklich professionenübergreifend. Dass zum Beispiel neben Ärzten auch Therapeuten oder zum Beispiel auch Heilmittelerbringer eine wichtige Rolle in der Versorgung des Patienten spielen oder Pflegedienste, dass die halt alle Hand in Hand zusammenarbeiten müssen angesichts der Herausforderungen, die in Zukunft im Zusammenhang der demografischen Entwicklung auf uns zukommen.